Was ist bei einem ganz speziellen Menschen in meinem Umfeld so los? Das möchte ich wissen, denn hier ist etwas im Verborgenen. Hier will jemand nicht so ganz mit der Sprache rausrücken. Jedoch fühle ich, dass hier irgendetwas im Argen liegt. Ja, wie das so ist mit der Kommunikation, ist es oftmals sehr, sehr schwierig. In diesem Sinne fragen wir das Universum und ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich an der Strandpromenade der Orakelnixe zu diesem Logbucheintrag. Einen ganz speziellen Menschen fische ich mir hier heraus und will wissen, was ist da los? Gedanken, Gefühle, Emotionen, Seele, Herz und ja, natürlich auch, wie es denn da so weitergehen könnte. Ah, bin ich mal gespannt. 5 Karten pro Reihe würde ich jetzt mal machen, würde ich veranschlagen, wenn das Universum das genau so sieht. Ja. Schauen wir mal, ob wir hier die Wahrheit erfahren dürfen. Nichts als die Wahrheit. Gut. Soll ich ein anderes Deck nehmen in 2 oder 3? Ja, ich nehme ein anderes Deck, denn man könnte ja auch auf mehreren Ebenen ähnliches Denken fühlen. Ne? Also von daher, das Herz könnte man ja im Kopf haben und am rechten Fleck, nämlich auf Herzebene. So, was ist denn hier los? Oh, zack, da flitzen sie aber raus. Mein lieber Scholli. Ui. Okay, wir nehmen gleich mal die hier. Gut, und dann nehmen wir noch, nee, machen wir anders. Wir nehmen noch Tarots hinzu. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Universum, gib uns hier bitte eindeutige Informations. Was ist hier los? Das ist zu viel. 5 würden erstmal reichen. Wenn es dann noch sein sollte, dann klären wir nochmals ab. Okay, hier geht einiges rund hier. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, dass ich nicht zu viel abgelenkt werde. Mit so viel Energien, die aktuell um mich rumschwirren. Okay, dankeschön. Gut. Mir fliegen hier schon die Ringe von der Hand, was auch immer das bedeuten mag. Vielleicht löst sich hier gerade eine Verbindung auf. Vielleicht löst man sich von einer Verpflichtung, vielleicht auch Vertragsangelegenheiten. Jetzt schauen wir mal. Kommunikation, Briefe, Nachrichten, Telefonate, Chats. Dann haben wir den Bären. Mutig, kraftvoll vorangehen oder auch die Seelenverbindung. Die Kommunikation könnte auf Seelenebene stattfinden, auch des Nachts. Oder hier ist eben jemand nachts in Kommunikation, auch anderweitig, nicht nur auf Seelenebene. Hier gibt es Aufregung, Stress, Trouble, Sorgen, ja, Getratschel, Gerede, Geläster vielleicht auch im Hintergrund. Und da ist was blockiert. Okay, nicht so ganz schön. Dann haben wir auf Herz- und Seelenebene die Hände, nochmals den Mond, die Sonne, dann den Reiter und das Herz. Okay, das Herz ist schon mal am rechten Fleck. Es ist auch aufrecht, ja, es ist nicht beschützt von oben, also zugedeckelt. Ja, dennoch habe ich hier die Hände auf dem Kopf, das heißt, hier ist etwas nicht ganz in Einklang, auf Herzebene, auf Seelenebene. Der Mond ist wieder richtig rum, aber liegt genau neben den verkehrt herum Hände, die man sich reichen könnte, etwas in Harmonie bringen. Und in der Mitte haben wir die Sonne und der Reiter, natürlich, hier möchte man positiv vorankommen. Jetzt schauen wir mal auf die letzte Ebene noch, da haben wir den Gehängten.
Wir haben Königin der Schwerter, wir haben fünf der Stäbe, wir haben den Narren andersrum und wir haben zehn der Münzen. Oh lala, okay. Der Gehängte einen Stillstand oder auch die Seele baumeln lassen, abwarten, Altes loslassen, neue Einsicht bekommen, auch Sackgasse, eine passive Liebe, wenn es um die Liebe geht. Ja, dann eben eine Königin der Schwerter, wenn es hier um das Sternzeichen Zwilling, Waage, Wassermann geht, um wen es hier vielleicht geht, ja. Ich weiß nicht, ist das eine Herzensdame von demjenigen oder eine Freundin oder Ex-Partnerin? Ich kann es euch nicht sagen. Zwilling, Waage, Wassermann, Luftenergie, könnte schon sein, eine kühle, distanzierte Person, ja, die sehr wendig auch ist und ja, Konzepte immer gerne ausarbeitet und durchführt, also durchplant, ja, durchaus ein Planungsmensch. Dann haben wir Ehrgeiz, sportlicher Ehrgeiz, auch Kräfte immer wieder sich messen müssen, Herausforderungen, auch Auseinandersetzungen mit dem Narren. Ja, die Leichtigkeit ist hier auf dem Kopf. Unbekümmertheit auch. Lockerheit ist auf dem Kopf, Neuanfang auf dem Kopf. Also hier sieht es aus, wie wenn in der bestehenden Verbindung, Beziehung hier kein Neuanfang stattfindet. Im Gegenteil, hier gibt es Trouble, hier gibt es Aufregung, hier gibt es Diskussionen. Harmonie ist hier auch nicht mehr gegeben, wie wir ja schon gesagt haben. Und dann haben wir hier noch die, ja, die Erfüllung, die hier auch nicht mehr ist, wenn wir hier einen Gehängten reinspiegeln. Sicherheit, ja, Instinkt. Es kann sein, dass hier jemand nun seinem Bauchgefühl, seinem Instinkt oder auch seinem Herz, seiner Seele folgt und hier sieht, dass hier etwas nicht mehr ganz so in Balance ist, nicht mehr ganz in der Reinheit ist. Und ja, vielleicht wertschätzt man sich auf materieller Ebene. Vielleicht hat man sich hier materiell, finanziell etwas aufgebaut. Aber im materiellen Bereich, also Liebe, Gefühl, Seelenverbindung, ist hier Starre, ist hier Distanz und Kühlheit angesagt. Okay. Jetzt nehmen wir doch noch das letzte Lenormand dazu. Legen wir doch noch eine Reihe drauf. Jetzt geht aber ein bisschen der Platz in der Kamera aus. Also da wundert mich dann ein Rückzug nicht arg. Ich habe zwar noch keinen Turm hier drin, aber vielleicht kommt er noch, wenn es hier Trouble gibt und hier ein Mensch ist, der natürlich absolut Frieden, Harmonie bevorzugt, was wir ja im Prinzip vermutlich alle möchten, dann ist klar, dass man hier sich jetzt erstmal aneinander reiben darf, vielleicht sogar aufreiben. Ja, Geheimnisse, hier sind vielleicht Geheimnisse zutage gefordert worden, hier mit dem Schwert, da hat jemand das Buch mit sieben Siegeln geöffnet oder auch die Büchse der Pandora. Und ja, hier ist etwas, eine Information zutage gekommen und zwar eine schicksalshafte Bürde, auch eine Last, eine Herausforderung. Ja, da ist jemand sehr im Verstand, hat die Liebe, das Herz unter Verschluss gehalten. Ich weiß nicht, sieht man es jetzt? Da ist das Herz, da oben ist das Kreuz. Ja, Kreuz liegt oben, das ist momentan das Präsenteste. Und ja, soll ich sagen, ich nehme gleich die Karte dazu. Die hat sich nämlich gezeigt, hier geht es vermutlich mal wieder um Einflüsse von außen oder auch eine Dreierkonstellation. Denn ja, wir haben hier einen Menschen, noch einen Menschen und hier den dritten Menschen. Ein Geheimnis ist zutage gefordert worden. Das ist jetzt die Belastung. Da gibt es Reibereien, da gibt es Stress, Diskussion, Aufregung. Etwas ist aus der Balance. Blockaden,
nochmals die Herausforderung. Die Seele ist belastet. Puh, 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 Albträume sehe ich hier. Ja, jemand hat das Herz einer weiteren Dame hier geöffnet und das hat hier bei einer anderen wohl für Aufregung gesorgt. Ja, man sieht vielleicht den Braten schwinden, die Felle davon schwimmen, die Katze auf den Bach, auf den unten, das sind solche Energien. Hey, 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 da muss ich mich erstmal sortieren. Die Katze den Baum hoch oder auch den Bach runter. Also hier ist mächtig Aufregung und Trouble. Und hier mit der Sense heiße Schnitt, Cut, neuer Lebensabschnitt, doch etwas zu Ende bringen oder auch dann eine Ernte einfahren. Die sehe ich aber eher die Richtung. Die Richtung hat jemand einen Dämpfer bekommen, eine Grenze aufgezeigt, weil hier jemand sich vielleicht zu sehr eingemischt hat oder zu dominant war, zu bestimmend, zu beherrschend, sehe ich hier auch mit 5 der Stäbe. Und das hat hier jemanden ja eingeengt, gefesselt, fast schon energetisch erwürgt. Also hier hat jemand nicht mehr das Zepter in der Hand gehabt, ist nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen und erst recht nicht im Gefühl oder in der Seelenverbindung. Hier wurde eine Seele eingekastelt, eingemauert, gefangen gehalten, gefesselt, geknebelt, geteert und gefedert vielleicht auch, je nachdem. Und ja, da hat jemand jetzt einen neuen Blickwinkel eingenommen. Ein Wissen vielleicht durch diese Frau Flower Power, nenne ich es jetzt mal, denn wir hatten hier Kommunikation. Ja, und die ist aber derzeit auch blockiert, vermutlich, weil es hier eben richtig zur Sache geht. Hier ist das Schlachtfeld eröffnet, vielleicht eine Art Rosenkrieg auch. Ja, wenn hier jemand natürlich die finanzielle, zum Beispiel die finanzielle Stabilität flöten gehen sieht, ja, vielleicht auf die eigenen Beine zu stehen hat, dann werden manche richtig garstig, ja, oder alleine nicht leben können. Ja, manche haben viel zu sehr an Dinge festgehalten und sind wenig auf die eigenen Beine gestanden. Ja, und wenn es dann doch mal nach Jahren oder Jahrzehnten gar auseinander geht, dann steht man oft vor einem Scherbenhaufen und so sieht es hier aus. Ich denke, jener kann für sich selbst gut dastehen, aber hier auf dieser Seite mit der Dame, wenn die hier so in der Kampfeslust ist, dann sieht es hier ein bisschen anders aus. Es könnte noch Eifersucht, Neid, Gier sein, Missgunst. Das sind keine schönen Energien und ich hoffe, dass hier echt auch und es wird so sein. Ich bete drum, dass hier der Schutzengel, ja, das große Ganze, das Göttliche, die Naturgeist und alles, was dazu gehört, hier die schützende Hand drüber hat, dass hier alles glimpflich ausgeht und die Seelen, die hier nichts dafür kennen, können und kennen, mit einer garstigen Energie einfach beschützt sind und ja, jene dann ihre karmische Aufgabe selbst zu lösen hat. Hulala, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt, dass hier mächtig Trouble ist. Ja, manche reden, Damen können immer reden über solche Dinge und die Herren, die verschließen sich leider oftmals viel zu oft. Oh, das gibt's jetzt nicht. Jetzt habe ich eben, ich habe die Karten gemischt gehabt. Zahl 33 ist die 6 Wolken. Parat gelegt gehabt, die Meerjungfrauen. Und wenn ich sie hinlege, dann reinige ich sie immer vorher und mische sie durch. Und was haben wir hier? Experimente, gerade zufällig drauf geguckt. Manipulation der Natur, Veränderungen erzwingen, Grausamkeit bei der Suche nach Wissen und Überheblichkeit. Also hier ist eine überhebliche Dame unterwegs, wie mit der Axt durch den Wald. Also ich glaube, der Herr hat derzeit nichts Schönes. Diese Energie, die Wolken-Nebel-Energie, aber auch die schwarze Energie, vielleicht ist hier jemand auch wirklich auf schwarzer Magiebasis unterwegs, zuzutrauen, wäre es hier wohl dieser Dame, sonst wäre die Karte nicht gleich gekommen. Die kommt wirklich sehr, sehr selten. Also ich habe das Kartendeck jetzt bestimmt ein Jahr und ich glaube, nur einmal ist sie gefallen. Maximal. Ich glaube nur einmal, wenn überhaupt, in meinen Orakel. Und jetzt zeigt sie sich gleich. Also diese schwere Energie, das ist Wahnsinn. Wahnsinn.
Wir haben Träume, lebhafte Träume, ja, auch die Albträume, Botschaften und Lehren, die im Traum zu dir kommen. Und eine ist abgeflattert. Eine ist abgeflattert und die heißt Atlantis, die versunkene Stadt. Schnelle Entwicklung, hervorragende Leistung und Erfolg. Ja, wenn hier jemand was angeht, einen Cut macht, dann geht es auch voran. Oder eben diese schwere Energie möchte hier ihren Erfolg einfahren. Und am Unterdeck haben wir jetzt die Auszeit, Gewahrsein, Versenkung, Abgeschiedenheit, Zeit für sich allein. Ja, da macht jemand einen Schnitt, einen Cut, muss sich sammeln. Und ich denke, dass hier diese Energie keine Ruhe gibt, die zerrt und zedert. Und also ich spüre diese Energie. Das ist echt der Wahnsinn. Also die sorgt hier echt für schlaflose Nächte von diesem Menschen. Und jener hofft nur, dass man hier so schnell wie möglich Ruhe reinbekommt. Und ja, die versunkene Stadt, vielleicht auch die Dame, die hier derzeit auf die Seite gelegt wurde, mehr oder weniger, oder die sich vielleicht auch selbst zurückgezogen hat, weil sie gemerkt hat, dass hier einfach noch jemand mitpfuscht, hineinpfuscht. Dass sie sich zurückgezogen hat und sozusagen Atlantis ist nämlich die Stadt, das Paradies, der Palast für diesen Menschen. Diese Auszeit kann auch für die Dame stehen und ja, die Distanz hier ein bisschen durch die Blockade, durch die Herausforderung, die hier eingetroffen ist. Ja, die möchte man beiseite schaffen. Na dann mal viel Erfolg. Ich würde sagen, wir nehmen mal noch eine Drachenbotschaft dazu. Vielleicht hilft diese Energie hier noch, diesem Menschen herauszukommen aus dieser Schwere. Welcher Drache steht hier parat für diesen Menschen, der hier in diesen turbulenten Zeiten derzeit versunken ist, auch in Arbeit versunken? Wir haben der Puschel, der süße blaue Energie und Liama, die Zahl 3. Ja, sehr viele 3, 23, 36, 3, vorher war noch 33 doch irgendwo, ne? Sei in jeder Situation deines Lebens flexibel, lerne nachzugeben, um dem Licht des Friedens zu dienen. Also jemand darf hier nachgeben. Nur wer, ich hoffe nicht, dass es dieser Mensch hier ist, denn wenn man so einer schwierigen Energie nachgibt, dann hat man verloren. Ja, also, puh. Vielleicht hat die Dame hier auch ein Stück weit losgelassen, nachgegeben, weil hier einfach kein Vorankommen war, weil hier ständig jemand die Kandare anhatte, ja, die Kandare an den Händen. Ja, die Wahrheit kam hier raus, hier mit diesem Buch. Ja, das Siegel wurde aufgebrochen. Ja, wonach du fragst, entspricht der Wahrheit. Die Wahrheit ist, hier ist jemand, der hier reingepfuscht hat, ja, der hier diese Energie nicht gegönnt hat. Oh Mann, wieso muss es immer solche Leute geben, die so missgünstig sind? Ich verstehe es echt nicht. Aber ich denke, das Gericht des Hohen, des großen Ganzen, ich stehe straight und mir wird es gerade kalt. Es ist kein Schauer, wie wenn ich dankbar bin oder so, sondern wirklich so ein eiseskalter Schauer, wie wenn man ins Eiswasser à la Kneippkur von oben bis unten geht. Ich spüre hier richtig diese Eiseskälte. Ich kriege hier auch die Gänsehaut, die hier aber nicht schön ist. Ja, also das ist so richtig Wellenbewegung. Das ist nicht die glückliche, dankbare Gänsehaut, sondern wirklich eine, die nicht so schön ist. Man sieht es hier, die Haare stehen auch eher wie Stacheln hier ab, also eher in Verteidigungshaltung. Und so sieht es hier wahrscheinlich bei den Menschen auch aus. Die Verteidigung ist hier absolut Pflicht, so wie es aussieht. Ich wünsche diesen Menschen hier, diesen herzensseelenguten Menschen, viel Erfolg, viel Kraft und möge das große Ganze, alle Unterstützer, Schicksal, Karma, das entsprechende Einleiten, Schutz und Maßnahmen gegenüber solchen Energien, vielleicht sogar eben schwarzmagischen Angriffen. In diesem Sinne, alles Liebe, toi, toi, toi in meinem Umfeld oder welche hier vielleicht sogar mit in Resonanz gehen. Ich hoffe heute wirklich sehr, sehr wenig bis gar keinen. Dennoch möchte ich es festhalten in meinem Logbucheintrag. Und bleibt straight,
Bleibt fein mit euch und eurer Umgebung. Ich hab euch lieb und wir stehen alle Tiefen durch. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Tschüss, deine Orakelnixe.